Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Odyssey. Wir sind hier gerade bei der Schmiede von Atlantis. Ich habe ein bisschen Zeug verkauft, wie man jetzt in ein paar Minuten sehen wird wahrscheinlich. Ich habe den Helm der Dekastiers ausgerüstet, weil der zwar nicht den coolen Effekt hat, dass unsere Ablenkzeit um 10% zurückgesetzt wird, aber ansonsten ist er halt, hat er genau die gleichen Stats. Wir haben die Waffe gemacht. Das heißt, jetzt machen wir noch einen Speer. Super. Ich würde sagen, hier mache ich einen Jägerwaffe und den Dolch mache ich jetzt Attentäter. Ich glaube, das ist so die richtige Kombo, also wie man es normal machen würde, sage ich mal. Können wir mal gucken, was wir da für einen coolen Effekt haben. Vielleicht können wir es auch benutzen. Also theoretisch hätte ich alles auf Ding machen können. Wandle einen Bonus von 50% Jägerschaden um, damit der für alle Schäden gilt. Wandle einen Bonus von 50% Untouch-Schaden um, damit der für alle... Okay, verstehe ich nicht. Ah ja, wie man sieht, ich habe jetzt ein bisschen was zercraftet einfach. Wandle einen Bonus von 50% Jägerschaden um, damit er für alle Schäden gilt. Also er ist halt extrem stark. Okay, macht Speerschaden natürlich auch, Jägerschaden hoch. Ich rüste einfach mal aus und gucke, was passiert. Hier habe ich auch noch was Neues. Also hier habe ich noch nichts zercraftet, aber aus den anderen Dingern so ein bisschen was. Sieht auf jeden Fall cool aus. Jägerschaden benutzen wir jetzt natürlich gar nicht. Also ich hätte vielleicht erstmal den Dolch machen sollen. Aber wir haben ja bald sowieso das nächste. Ich wollte nachgucken, wo das Ding ist. Das habe ich natürlich noch nicht gemacht. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Ich würde sagen, das mache ich einfach mal schnell. Jo. Das ist gar nicht so weit weg von hier. Habe ich ein bisschen Glück gehabt. Und ich habe es irgendwie komplett anders erwartet. Aber gut. Ja, wir müssen hier tatsächlich hin. Ich würde meine Boote eigentlich gerne mal ein bisschen schnell anhalten können. So. Dann müsste ich hier irgendwo runterspringen. Glaube ich. Ich muss sagen, ich finde die Videos ganz gut. Ich habe das hier schon. Ja. Ganz gut, aber manchmal so ein bisschen fehlt mir. Also das ist halt immer zu viel Content. Ich will da einfach sofort wissen, was ist. Aber. Kann ich es nochmal lesen? Wenn es fertig, ja, dann kann ich es gleich mal abhaken. Wie eine vergessene Kreatur verbirgt sich ein gewaltsamer Mord unter einer Brücke. Und verborgen wird es bleiben, denn die Bäume und Pflanzen bieten ihm die natürlichste aller Tarnung. Es ist unter keiner fucking Brücke. Nicht mal im Ansatz. Also da vorne ist eine Brücke, klar, aber da, ganz ehrlich, das ist so schlecht beschrieben. Gut, das haben wir gemacht. Das haben wir gemacht, das heißt, das brauche ich auch nicht mehr. Wir können jetzt die letzte Doma machen. Und dann noch hoffentlich das hier nach. Aber ich weiß nicht, ob wir das noch schaffen, weil ich glaube, die Domas, die dauern immer ziemlich lange. Kann es euch sein, dass wir es doch noch schaffen, aber ich will mich nicht festlegen. Wir haben ja noch ein bisschen gerade angefangen mit der Waffe und sowas und ja. Das ist alles nicht so optimal gelaufen. Dass ich nochmal hier gerade pausieren muss, um zu gucken. Aber wir wollen nach da vorne. Ich springe schon wieder runter, ja. Ich sollte vielleicht vorher gucken, wo diese Brücke lang führt, damit ich nicht immer runterspringe, weil ich will ja eigentlich auf der Brücke bleiben. Ich finde ein bisschen wenig los in Atlantis, also... Die ganzen Sachen sehen so unbelebt aus. Origins war da ja richtig gut, also da waren ja gefühlt die ganzen Marktstände sowas belebt und man hatte irgendwie das Gefühl gehabt, dass man da wirklich drin ist. Hier war es ja auch schon weniger, habe ich ja schon im Hauptspiel öfter mal erwähnt. Aber grundsätzlich war es hier halt auch noch okay. Aber hier ist das jetzt schon, also gefühlt ist das alles leer. Kann sein, dass sich Adanis hier schon am Ende neigt und die alle gar keinen Bock mehr haben. Du brennst nicht, ich hab dich getötet. Okay, so ein Bug hatte ich auch noch nicht tatsächlich. Wäre lustig, wenn man mit so ganz viel Speed auf so ein Ding fällt, dass das einfach durchreißt, aber vielleicht den Fall dann trotzdem abfängt. Würde einfach lustig aussehen. So, da müsste jetzt unser werter Freund Gürtli sein. Ich habe keine Ahnung, ob der Gürtli heißt. Aber es könnte ja auch. Ne, Beinli kann das nicht sein.
Ah, okay, es ist nicht so gut, weil jetzt der Typ da hinter mir ist. Au. Okay, es macht richtig Schaden, aber man trifft halt nicht so perfekt damit, muss ich sagen. Und der am Ende ist halt auch cool, der Schlag auf dem Boden. Ach, die Animation hat mir gefehlt. Ich habe ja in Origins gerne mit dem Speer gespielt. Aber jetzt habe ich halt mich aufs Schwert fokussiert, weil es einfach gut funktioniert, so in der Combo, die ich gespielt habe. Schwert für einzelne Leute und dann irgendwie den Streitkolben für die für mehrere. Das war mal sehr schön. Okay, ein Leuchtfeuer haben wir. Gut, dass ich hier vorne schon mal alles ausgeschaltet habe. Was ist denn hier überall? Alles leuchtet hier irgendwie. Und irgendwie lässt mir das Spiel auch das nicht angucken. Sag mir einfach, ja, guck mal oben, da ist irgendwas. Ja, wo denn? Okay, wo ist denn? Okay, aber was? Also eigentlich wollte ich die gar nicht sehen nochmal. Okay, und da ist ein Tunneleingang, cool. Aber da sehe ich mich gerade nicht. Hier sind aber auch ganz schön viele von den Kolossen. Wahrscheinlich machen wir heute noch die letzte Waffe, den Attentäter-Dolch. Weil wir dann ja genug Adamantbarren wieder haben, wenn wir das nächste Teil machen. Und dann haben wir auch wieder drei und dann haben wir die letzte Waffe gemacht. Wir können natürlich auch einen Kriegerspeer machen. Würde wahrscheinlich auch gut funktionieren. Aber ich weiß nicht, ob man hier so extra Stats bekommt, also ob man dann immer die gleichen Verzauberungen drauf bekommt oder ob man irgendwas anderes drauf bekommt. Wenn es immer dasselbe ist, dann ist ja relativ witzlos, jetzt aus allen Waffen zu machen. Und die Waffen eigentlich gar nicht zu benutzen. Ich dachte, ich bin da getarnt drin, aber gut. Ach, meine Güte. Bisschen Adrenalin aufladen. Dass sie es nicht bemerkt haben. Hallo? Moin? Servus? Guten Tag. Das ist wahrscheinlich die Quest von dem einen Typen, der hier bei dieser Autochon Doma sein soll. Also haben wir im Polymarchen? Habe ich den schon markiert? Da vorne. Okay, es ist Gurtis. Gürtli finde ich ja besser. Ich würde sagen, dann kriegt der einen ab.
Dann kriegst du einen ab. Dann du. Und dann nochmal du. Weil so habe ich ihn ja vor allem direkt getötet. Hier sind mal zwei von denen, gar keine Lust, ey. Warum sind die überall? Der holt uns wahrscheinlich gerade an, ne? Ja, natürlich guckt er uns an. Legen wir erstmal eine Falle, nicht, dass hier gleich noch zwei von denen... Natürlich ist da wieder ein Koloss. Dann hör erstmal Gurtli auf die Fresse, würde ich sagen. Oder Gurti? Ehre entwendet. Einfach Gurtes getötet. Also das ist cool. Ich hätte vielleicht doch nicht den Tritt wegpacken sollen für dieses komische Ding, was ich da anhab. Gurt der Dikastee ist rechtmäßig dein. So, dann können wir jetzt nochmal den Gurt anlegen. Ach, geht das nicht richtig schön das runter. Erhalte bei Treffern für 15 Sekunden eine ISO-Aufwertung. Was meinst du mit einer ISO-Aufwertung? Dass ich einfach so ganz normal jetzt ISO-Sachen dann bekomme? Also ich glaube, ich muss es riskieren, nicht pinkeln, Freunde, das ist unhöflich, das zu machen, weil ja, lauf ruhig. Nice. Okay. Wir haben noch zwei Befehls, habe ich dafür schon eingeholt. Ich weiß ja nicht, wie das mit den ISO-Aufwertungen ist, ob ich dann irgendwas random bekomme. Hm. So, Wissen haben wir sowieso schon fertig. Jetzt brauchen wir Befehlshaber und zwei Fackeln und dann besser noch die Schätze mitnehmen und das Ding da oben lesen. Hier vorne ist die nächste Fackel. Kann ich das vorher von hier treffen? Natürlich nicht. Warum auch? Hä. Nächste Fackel ist unter mir auch. Hier waren wir eben gerade schon mit dem Typen runtergehauen. Autochton. Persönliches Tagebuch. Gedanken von das Autochton steht auch noch drüber. Was ich über Projekt Olympus weiß, ist dies. Sie brauchen Nahrung. Viel davon. Gerne ernte ich ihren Anteil und versorge sie mit allem, was sie brauchen. Denn ich weiß, mit ihrer Arbeit werden sie Licht in die kommenden Zyklen bringen. Doch Nahrung wird knapp. Wer oder was könnte so viel essen? Hallo? Okay, der Schatz ist hier. Ich habe den gerade noch gesucht. Ich dachte, wir müssen weiter hier, zur Mitte noch hin, aber nein. Dann kann ich von hier aus aber die Fackel zerschießen. Dann könnte ich noch gucken. Okay, doch. Ich dachte, ich hätte schon zwei Fehlzauber getötet, aber nein, habe ich mich geirrt. Und die existieren noch beide noch. Okay. Das lasse ich mal unkommentiert. Ich glaube, das muss so sein. Ich habe es doch kommentiert. Dann müsste ich jetzt hier rüber und schnell sein, um ihn vielleicht noch zu bekommen. Okay, das war cool. Hoffentlich dreht er sich nicht gleich einfach random um. Aus dem Kreis laufen. Ist ein bisschen in Deckung, damit er uns nicht gleich sofort sieht. Oh, das lebt viel zu langsam auf. Okay, haben wir das gemacht, dann haben wir jetzt nur noch die beiden Schätze. Hier ist auch noch einer. Dann haben wir den Schatz und die anderen beiden Schätze.
Wo ist der Eingang? Ach, hier unten. Okay. Fast übersehen. Mein Meister. Servus, Freund. Guten Tag. Das hätte ich, glaube ich, doch hätte ich machen müssen. Oh Gott. Okay, das war cool. Hat auch gut geklappt, relativ gut geklappt. Ich würde sagen, gehen wir noch hier unten lang. So, hier nochmal hallo. Wie geht's euch, Freunde? Für die Götter. Haben ISO Götter? Weil die ISO sehen sich selbst als Götter? Machen die das? Ich weiß nicht ganz genau. Ich würde schon sagen. Ich würde hier gerne durch. Okay. Ist das das, wo ich hin will? Ich hab keine Ahnung. Kassandra, bitte hochgehen, danke. Hallo, Freund. Nicht ausweichen, unhöflich sein. So. Du bist ja auch noch. Wo sind denn hier nur überall Leute? Habe ich gefühlt keine getötet? Okay, doch, aber. Trotzdem sind echt viele hier. Ich habe es schon selbst gesagt, die sind mal sehr stark befestigt, Domas. Aber trotzdem, das ist halt schon sehr, sehr viel, muss ich sagen. Gut, dann würde ich sagen, machen wir das hier noch und überziehen heute ein bisschen. Und machen dann auf jeden Fall noch die letzte Waffe fertig. Denn ich möchte gerne fertig werden mit dem Spiel, bin ich ganz, ganz ehrlich. Und am nächsten Part machen wir dann weiter mit der Story, würde ich sagen. Weil wir haben ja noch Quests auf jeden Fall. Also wir haben, glaube ich, drei Quests für, also drei Hauptquests. Dann kommt noch eine, wenn wir dann fertig sind mit allem, mit Elpis, weil der haben wir auch schon geholfen. Und ja, dann weiß ich gerade nicht mehr weiter, was wir noch haben. Die anderen Quests sollen wir das hier zusammensuchen, also meine Rüstung, also die mir gehört, die Castells Rüstung. Natürlich ist da jetzt kein Cassandra, ich habe nicht dahin gelenkt. Ich wollte eigentlich an der Küste langlaufen. Ja, dann werde ich noch ein paar Mal gucken. Gott, das ist doch so nervig. Warum? Weißt du, die einzige Stelle, wo ich außen wollte nach einem Boot gucke, wo eins sein sollte, ist keins. Warum? Okay, da hat gerade die Welt noch nicht gerannt. Ich war gerade kurz verwirrt, warum ich da blau, also blauen Himmel und hier. Ja, normale grüne Umgebung gesehen habe und da war einfach nur, dass es da nicht gerendert war. Ich weiß nicht, ob es schneller ist, so zu schwimmen, aber ich vermute mal ja. Also, eine Minute haben wir noch. Ich glaube, das Ding dauert bestimmt 5 Minuten. Mindestens eigentlich. Jetzt wieder nach links. Ne, diesmal geht's nach rechts, okay. Mehr sehe ich gerade nicht. Was bist du? Du bist ein Bär. Warum auch immer hier random Bären rumlaufen? Also ich finde, man hätte so ein bisschen mit der Karte hier machen können, dass man so die Außenbezirke auch noch irgendwie Sinn hat, die zu erkunden. Weil so von meinem Standpunkt aus ist es halt unnötig dahin zu laufen, weil da gibt's sowieso nichts. Warum soll ich dann da hingehen, um zu gucken? Ja, sieht schön aus und das war's dann. Also, die Welt schön zu gestalten ist ein Punkt, aber dann halt noch irgendwie so einen Anreiz zu schaffen, da hinzugehen und vielleicht irgendwas zu entdecken. Ich kann ja überall, also mit IQs gucken, ob da was ist und da ist halt meistens nichts. Dann lohnt es sich ja nicht, da hinzugehen und nicht doch nochmal zu gucken. Ne, ich möchte die nicht, ich möchte dich töten. Ich habe irgendwie erwartet, dass ich mehr davon töte. Ich bleib lieber unbemerkt. Das ist eine gute Idee, Cassandra. Jetzt ist mein Effekt angegangen, den ich gleich vielleicht im Kampf brauchen könnte.
Warum? Ja, ich finde halt 2 Minuten Cooldown auf dem 15 Sekunden Effekt halt schon echt viel. Okay, cool, hier ist die Wand. Zum Glück habe ich die gefunden. IAOP Zyklus 40238. Bericht aus dem Solardynamik-Observatorium von Atlantis. 40238. Ungewöhnliche elektromagnetische Aktivität in der Photosphäre der Sonne. 41267. Plötzlich erscheint. Moment, erstmal muss ich den Typen hier ausschalten. Nicht, dass er gleich noch was sieht, was er nicht sehen sollte. Hallo. Warum überlebst du das? Das ist gemein. So. Hallo. Einfach in die Fresse geschlagen, den Dolch durchs Gesicht gezogen. Absolut entspannt. Okay, erstmal das Ding gleich noch lesen, wenn wir unten sind. Adamant holen, damit wir die nächste Waffe machen können. Wird ein bisschen schade, dass man nur so wenig machen kann. Also 3 Stück, klar, ist halt immer 3 ziemlich gute Waffen oder sehr gute Waffen. Ich würde aber gerne mehr machen können. Also wäre irgendwie cool, wenn man Adamant selber farben könnte oder so. Und dann, dass man hier einfach Endgame-Content-Waffen machen kann. So durchgehen. Aber gut, braucht man eigentlich auch nicht. Isodatenbank, ich glaube, wir haben alle Isodatenbanken jetzt gelernt. Dann können wir das ja erstmal fertig lesen. Wo waren wir? Plötzlich erscheinen kleiner dunkler Flecken auf der Sonnenoberfläche. 42149 Sonnenflecken haben an größeren Zunahmen, bewegen sich aufeinander zu. 43331 Prognosen des Entwicklungsverlaufs der Sonnenflecken weisen auf bevorstehende Clusterbildung hin. 44160 Nähe magnetisch aufgeladener Sonnenflecken wird innerhalb der nächsten 300 bis 500 Zyklen zu koronalen Bögen, Rekonnexionsereignissen und Sonneneruptionen führen. Genau, diese Wörter sage ich auch immer. Als Akademiker versteht man die natürlich nicht. Ich habe gar keine, was das heißt. Also das dreht. Ich habe schon wieder vergessen, wie es heißt, wenn ich ehrlich bin. Hast du nicht gemerkt. Da habe ich gar keine, was das bedeuten soll. Bestimmt irgendwas Wichtiges, Wissenschaftliches. Ach, da ist der Chef, moin. Gute Tag. Es ist ich. Das ist halt echt scheiße an dem Speer, dass er einfach random irgendwo hinschlägt. Besser gesagt, sie. Also der Speer schlägt ja nicht, aber Cassandra schlägt einfach random irgendwo hin. Und möglicherweise trifft es möglicherweise auch gar nicht. Warum töte ich eigentlich alle ISO? Was ist die Lore dahinter? So, den Stab Hermes Trismegistos oder so. Aufladen. Und wir haben Strafe des Kronos. Diese Fähigkeit ist jetzt im Fähigkeitenmenü verfügbar. Okay, danke, meine kleine Apple Watch, dass du mir sagst, ich kann dir nicht weiterhelfen. So, nicht hier, sondern Fähigkeiten. Wir wollen gucken, was wir haben. Das hier. Ah, cool, das habe ich natürlich noch nie benutzt. Um sie zu benutzen. Waffenruf. Ich kann welche random Leute holen. Die Macht des Kronos, indem du eine gefährliche Kopie von dir selbst erschaffst. Dabei 100% Untouchern anrichtet. Okay. Ja. Also ich hätte halt echt gerne, dass dieses Attentat verbessert werden würde, weil das halt einfach gut ist. Also halt richtig gut. So. Ich würde sagen, ich soll das hier einfach jetzt voll. Und ja, Crit-Chancen sind einfach wichtig für mich. Dann haben wir die Erkenntnis der Titan abgeschlossen. Hier haben die ISO rausgefunden, dass die ja, Sonne kaputt gehen wird. Aber 300 bis 500 Zyklen, wie lange dauert denn so ein Zyklus? Ich hätte gedacht, das wäre so ein Jahr gewesen. Aber die Sonneneruption ist ja dann, sollte erst 20
12 passieren. Mit Desmond. So, das haben wir gemacht. Was haben wir hier überhaupt als Quest? Das Schicksalsland des Rebellenabschaum. Finde Ampharess und rede mit ihm. Aber wir wollen erstmal das hier noch machen. Aber warum ist die Quest da oben? Also, das sieht jetzt aus, als wäre es wie so eine... Nee, ist es nicht. Aber ich habe doch auch den anderen markiert gehabt, also Garderos oder so. Ich meine, der hat mich auch markiert. Ach, keine Ahnung. Also ich könnte mir tatsächlich ja noch eine bessere Waffe bauen, indem ich einfach den Effekt nehme, der auf meiner... Ich könnte das auf dem Schwert packen, genau. Also ich könnte das ja in ein Schwert reinschmieden. Also wäre auch cool, wenn man so eine Waffe von komplett Anfang an machen könnte. Ja, dass du sagst, wie sie aussieht. Okay, du kannst mit Transmogrifikation, wie es heißt, Transmog noch machen. Nice. Oh, wir sehen jetzt auch so ein bisschen ISO aus, ne? Ja, das ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Attentäter klingt ISO. Also die war bei mir nicht blau. Alle Arten von Abklingseiten werden durch um 10% reduziert durch Kills. Okay. Also die Gravuren sind halt schon cool, die man hier bekommt. Aber ist auch nicht so wichtig. Also ich könnte ja theoretisch mir hier das Schwert nehmen und da könnte ich es also reinschmieden. Hier den Effekt von meinem Streitkolben. Nahkampfschaden. Nahkampf, ja, Nahkampfschaden trifft Gegner in der Nähe. Das wäre halt echt cool. Mit so einem Schwert auch. Na gut, wir haben jetzt erstmal eine relativ gute Ausrüstung, haben den ganzen Scheiß fertig. Wir haben jetzt noch Quests offen, nämlich unsere drei Hauptquests. Sprich mit Azaeas und finde Azaeas und sprich mit ihm. Finde Garderos und sprich mit ihm. Finde Amphoros und rede mit ihm. Okay, gefunden haben wir ihn schon. Den hier eigentlich auch, aber ich glaube, danach ist irgendwie... Kann sein, dass ich da gerade irgendwo rauslaufen wollte aus dem einen Durma und dann nochmal totgeschlagen wurde, dass ich ihn natürlich Zufall nur markiert hatte. Aber gut, ich würde sagen, wir suchen erstmal mit Garderos und sprechen mit ihm. Ja, Durma des Elasippos. Aber das machen wir erst beim nächsten Part. Ich wollte nur kurz rauslaufen, damit ich mich gleich irgendwo hinporten kann. Ich glaube, ich hätte hier unten gekonnt. Stimmt eigentlich. Sieht auf jeden Fall sehr schön aus hier. Dann würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.